Jetzt ist natürlich auch die Frage, waren wir hier an der Stelle schon? Anscheinend nicht. Was sind das denn für Dinger? Auf jeden Fall, also wahrscheinlich welche, nicht welche, womit wir uns jetzt anfreunden. Die ist sehr nice. Okay. Gut, 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 gut. Gasse. Herkules. Er könnte da unten nicht weggehen, anstatt da rum zu chillen. Du hast gerade eine ganze Statue geschmissen. Stell dich denn nicht so an wegen dem paar Klümpchen da. More heartless. You take them. We need to save these people. Die Feuertypen können wir mittlerweile. Kannst du das Gebäude mal kurz halten? Klassischer Halt mal kurz. Wenn du Gegner mit der Magie Schaden zufügst, fühlt sich nach und nach eine Leiste über dem Kommandomenü, bis schließlich die Situationskommando für dieselbe Magie auf einer höheren Stufe verfügbar wird. Dies nennt man Hochmagie. Beim Einsatz von Hochmagie werden keine MP verbraucht. Okay. Wenn du Gegner mit einem Schlüsselschwert Schaden zufügst, fühlt sich über den Kommandomenü eine Leiste und es scheint schließlich ein Kommandierungskommando. Drücke Dreieck, um den Kommando auszulösen. Wenn eine Kommandierung richten deine Kombos mehr Schaden an und du bekommst die Möglichkeit, verheerende Abschlussangriffe auszuführen, indem du auf Dreieck drückst. Die Form Änderung ist vorbei, sobald die bald zu den Abschlussangriffen ausgeführt hast, bezüglich einer bestimmten Zeitspanne verstrichen ist. Es kann vorkommen, dass verschiedene Situationskommandos zur gleichen Zeit angezeigt werden. Du kannst wie folgt durch die Situationskommandos durchschalten. Steuerungstyp Arsch. Schalte L2, schalte durch die Situationskommando durch, nur wenn sie angezeigt wird. Okay. Steuerungstyp B mit den Pfeiltasten, alles klar. Oh, Wasser fühle ich aber die anderen Kopf. Jibi. Bastra. Jibi. Wasser muss ja sehr effektiv sein gegen die eigentlich. Und nicht dieses Feuerding, Alter. Ja, scheiße, wir haben keine Mana mehr, ey. Jetzt aber. Oh, Raketen. Bam, 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 bam. Weite Form. Sehr nice. Bin in der zweiten Form. Betäubungsschlag. Was ist der Betäubungsschlag? Ich vermute, dass der Betäubungsschlag Gegner betäubt. Oha. Wie komme ich darauf? Habe ich das Spiel studiert? Man weiß es nicht. Oh, jetzt wird Flächenschaden wird geil. Beide Form. Oh, der Raketentanz. Boah, Kampfsystem macht sehr gute Laune, muss ich sagen. Und man fühlt sich nicht so als Nappel beim dritten Teil. So, ich fand immer sonst, war das immer so bei Kingdom Hearts. Man hat immer irgendwie wieder von ganz vorne angefangen mit den Fähigkeiten. Haben sie jetzt hier eigentlich ganz gut gelöst, finde ich. Ist natürlich klar, dass man da nicht so krass anfängt wie am Ende vom zweiten. So, das ist klar.
Get the people out! Okay. Are you guys all right? You need to get to safety. Hurry, hurry. Hätte die ganze Zeit schon mal aufstehen können, Jungs. Komm jetzt wieder her, Kulis. Dass Herkules kommt. Oh, you scared us. It's nothing. That's what these are for. Huh? Oh wow, very nice. Full marks. Volle Punktzahl. Verschwinde. No organization. You're Zigbar. All this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then, does having a heart of light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did though. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean? Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh. And you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Still, Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close! Hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm-hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, we can do anything. Yeah. Aber echt, ey. Dann geht alles. Und was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. What reward? Okay, Orange vorwärts. Ach, Dränge vorwärts. Oha, wie kann man das so kacke lesen, wirklich? Leute, wir könnten da auch so hochsliden. Das wäre doch bestimmt irgendwas. Bringen wir doch jetzt hoch. Alle schaffen das, nur ich nicht. Bringen wir doch jetzt einfach hoch. Gold. Gold nehmen wir natürlich mit. Können wir hier rüberspringen? Wenn wir nicht so kacke sind wie ich einfach. Machen wir denn? Oh, ich bin so schlecht.
weil ich immer noch Spring auf X habe. Aber ist nicht bei normalen Spielen immer auf X springen? Es ist auch auf Kreis springen und nicht auf Viereck. Kann nicht sein, dass man das so verkackt hier. Sehr schön. FP plus, nice. Ist hier unten eigentlich irgendwas Spannendes jetzt? Das Fliegen ist auch nice gemacht, ne? Wenn du von relativ weit oben runter springst, dass du fliegst. Hat schon Art. Sehr geil. Den wegmachen, jo. Okay, erster Bossfight, wir sind ready. Wir sind ready. Attraktion. Manchmal siehst du im Kampf, wie ein grüner Kreis um einen Gegner herum erscheint. Einen auf diesen Weise markierten Gegner erfolgreich anzugreifen, lässt wiederum eine Attraktionskommando erscheinen. Drücke Dreieck, um das Kommando auszulösen. Attraktionen sind spektakuläre Angriffe, die Gegner in einem großen Radius treffen. Welche Attraktion du auslösen kannst, hängt hauptsächlich davon ab, wo du gerade kämpfst. Ja, alles klärchen. Dachte ich kann da jetzt. Na, das war knapp. Piratenangriff, da sehe ich mich aber jetzt auch. Jo. Da treffen wir auch einfach nicht, ne? Treffen wir auch einfach nicht. Jetzt treffen wir. Treffen wir auch einfach, treffen wir nicht. Gleich das Finale gönnen. Ja, und jetzt das Finale. Ja, guck mal, ersten Balken haben wir schon. Dass ich nicht in der Luft so ausweichen kann. Ja, wir haben ihn doch gleich, Zweite Form. Lass ihn nicht hinkommen. Letzter Balken, haben wir das. Hab doch keine Taktik so richtig gegen ihn. Ufi-Bombe. Dann danach ist er weg. Safe, danach ist er weg. Sehr nice. Nice job, Wonder Boy. We checked the whole area. It looks like everyone's safe. That's great. We did what we could. You heroes have been busy little bees. Ah. Oh, look. More trouble. More trouble? Was hier los? It's Hades. Hades, ey. Die Namen im Englischen. Super gut. Herc, let's go! Right. Muss auch sagen, bisschen schade finde ich es ja, dass die deutschen Synchros hier nicht genommen worden sind. Fand die immer gut. Aber generell bin ich bei den Synchros immer so. Sind die immer gut, ey. Ich weiß nicht. Na, irgendwie. Ich hab das immer nicht so mit wie andere, die dann so sagen, ja. Nee, da brauchen wir aber die und die Synchro aus dem Land. Sind die Synchros immer gut. Okay, wir müssen den Gipfel erreichen. Alles klärchen. Was geht denn hier unten? Ne? Kommen wir da noch irgendwo hin? Nö, okay.
Schokolade. Schokolade. Here we go again. My, my. Komm her jetzt. Wo ist deine Form? Ich glaube ich gar nichts mehr, weil der Kampf halt einfach schon vorbei ist, aber okay. Ah, dann können wir das auch rüberhoppen. Nice. Dann nur noch den Betäubungsschlag am Stütteln. Gucken, hoffentlich kommen jetzt nochmal schnell welche. Ja, genau die hier zum Beispiel. Jawollo. Da haben wir, glaube ich, ganz gut reingehauen jetzt. Ja, aber manchmal, finde ich, sieht man es halt auch einfach jetzt nicht, wenn da der Wasserangriff von denen kommt. Und ein Goofy-Bomber. Wir können auch den Goofy-Bomber machen. Jau! Goofy-Bomber ist halt einfach top, ne? Und das Piratenschiff. Aber ich glaube, das ist ein bisschen jetzt zu overpowered hier gerade, das Ganze. Ich glaube, die sind schon alle weg hier, ne? Wir sind noch nicht mal weg gewesen. Ah, kaputt. Schafft ihr das noch? Genau, dann kam man. Level 6. Wir müssen vielleicht mal gleich ein paar Punkte verteilen, wa? Beziehungsweise schauen, was wir so an neuen Fähigkeiten bekommen haben. Alle weg oder was? Nein. Da sind noch genug. Die zweite Form. Betäubungsschlag einmal und dann machen wir einfach das. Also das Piratenschiff, muss ich sagen, feiere ich nicht so doll, ne? Als Angriff irgendwie. Wieder ein Einspieler, ey. Ganz schön viele. Piratenschiff jetzt einfach mal ins Leere gönnen. Nein, jetzt habe ich Dreieck gedrückt. So unnötig gewesen, wirklich. Aber naja. Oh, lauf einfach hoch da. Lauf einfach hoch. Das und das und das ist nice. Das ist nice. Reedskater gefunden. Sehr geil. Nutze ich noch nie. Finde, dass die Welten nicht so übersichtlich, unübersichtlich aufgebaut sind. Sind recht übersichtlich aufgebaut. Bei der Form muss ich sagen, fühle ich noch nicht so wirklich. Weiß nicht. Nutze ich nicht so häufig, glaube ich. Komme eigentlich so auch ganz gut klar. Ich finde es auch noch ein bisschen zu leicht. Vielleicht hätte ich doch eine Stufe schwerer nehmen sollen. Oh, zweite Form aktiviert. Nein! Was hast du denn jetzt gemacht? Oh. Leck mir den Arsch. Da hoch oder da längs? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir gehen mal hier längs. Gucken, was hier so geht. Hello again, ich sag hier auch hallo again. Da sind sie doch. Oh, was kommt jetzt? Alter, der ist ja mega nice Angriff und gleich das Finale machen. Okay, vielleicht ein bisschen zu früh das Finale gemacht. Aber ich hätte Bock auf den Angriff. Nein!
sehr geil. Nice. Oh, ob jetzt wieder ein Spieler oder was? Oh. Ah, hier die Mickey-Dinger musste man noch irgendwie. Was musste man machen? Keine Ahnung mehr, was man da machen musste. Wollen die einfach nur angucken oder was? Aber dann gehen wir nochmal den anderen Weg hoch. Mal gucken, was da passiert. Da kommt er jetzt nicht. Ich dachte, da kommt er jetzt nicht von alleine hoch. Läuft so eine ganze Wand hoch, aber so ein kleiner Vorsprung. Nein, das mache ich nicht. Lol. Muss ich hier safe längs? Ne. Ah, wir gehen erstmal zu dem anderen. Nochmal wieder hin. Wo war denn jetzt der andere Weg? Was ist denn hier überhaupt? Hier ist eine Höhle. Lol. Guckt man, glaube ich, auch dahin, wo ich jetzt gerade war, oder? Und hier sind auch Gegner. Ihre Tasse könnten wir jetzt machen, aber nö. Warum? Ganz ehrlich. Sind ja kaum noch Gegner da. Könnten die jetzt noch benutzen für die nächste Gruppe, falls wir noch auf eine stoßen sollten. Hochklimpen. Okay, das ist das. Und dieses Bergsteigen hier kann ich mich auch noch gut erinnern. So, gucken wir jetzt mal, was hier hinter ist. Vielleicht hätten wir doch noch mal ein bisschen weiter gesollt und hier noch erforschen. Fall doch hier jetzt gleich runter. Ich fall doch hier gleich runter. Fall hier doch gleich runter. Ich hab doch gesagt, ich fall hier gleich runter. Oh, jetzt hab ich auch keinen Plan mehr, wo ich hier bin. Jetzt habe ich wieder einen Plan, wo ich hier bin. Ah, da geht's weiter. Das Herkules. Kann man nicht auch später so einen Doppelsprung machen? Und gleiten kann man doch auch später. Meine ich, vielleicht können wir das ja auch später wieder. Das wäre ganz nett, das fand ich mir gut. Das fand ich zum Beispiel im zweiten Teil echt nervig. Da konntest du ja die meisten Fähigkeiten nur mit den Form anwenden. Und erst wenn du die ganz gut ausgelernt hattest, die Form, konntest du die auch in der normalen Form. Und das fand ich nervig. Hat viele Eigenschaften von Spiel einfach weggenommen. Boah, jetzt würde ich einen groben Angriff nehmen, ne, Leute? Jetzt ein Herkules-Angriff. Boah, die Tasse nehmen wir auch. Tassenwirbel. Bam, 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 bam.
S&T gefällig. Der epische Satz einfach. S&T gefällig und dann kommt die T-Tassenangriff. Alle weggemacht, ne? Ja, nice. Oh, sorry. Gar nicht, ob wir hier annähernd irgendwie richtig sind. Irgendwie konnte man ja auch in beiden Wegen weitergehen. Kein Plan, ne? Oh, ich würde die T-Taste wieder nehmen. It's Tea Time, würde ich jetzt nehmen. Oh, Piratenschiff. Nee, Piratenschiff machen wir nicht. Oh nein, der kämpft doch schon wieder so nah am Abgrund. Ich geh doch gleich wieder runter. Auch wenn ich es mal fühlen würde, da runter zu springen, ne? Sieht schon cool aus, die Welt. Na, es ist schon geil. Oh, da ist ein Mickey-Maus-Zeichen. Drauf landen oder nicht? Ich würde sagen, wir landen drauf. Das wird aber nichts, glaube ich. Yippie! Können wir jetzt hier was Cooles machen mit? Wir können echt nichts machen, glaube ich, ne? Warum hältst du da nicht fest? So, von wo müssen wir jetzt weitermachen? Oh, wenn wir da hinten drauf kommen, wäre das schon geil. Ich glaube, dann weiß ich auch, wo wir sind, circa. Ja, genau, sind wir hier wieder. Warum wir uns ja schon mal gefragt haben, wo sind wir jetzt? Merkt, ich verwechsel immer noch Springen und Schlagen. Ich weiß nicht, ob ich das noch reinbekomme. Irgendwann bestimmt. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Spiel das ist, wo dann halt Springen auf X ist. Ich glaube, also meiner Meinung nach in allen anderen. Von da kommen wir ja. Mal gucken, ob das da noch irgendwas gibt. Dann kommen wir hier zu dem Zeus-Ding. Da hätten wir auch vorhin schon hingekonnt. Aber wir gucken nochmal die Ecke hier. Weil ich meine, bei Zeus. Und ja, da wird ja safe ein Einspieler kommen, ist ja klar. Dein Walk hinlegen? Nein. Kann man das auch so episch so auf einen zugehen lassen? So? Ja, hätte was. Machen wir aber nicht. Ey. Voll gegen den Stein hauen, schon wieder. Nice. Ich würde mal interessieren, ob wir auch zurück in diese eine Holo Station Basin Stadt da reinkommen. Und dann die ganzen Tanten von uns mal treffen, ne? Haben wir ja noch gar nicht. This sure does feel awfully familiar. Yeah, just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong, but my family may need me. War nicht auf Pegasus Mac drauf? Boah, hat Pegasus der Mac jetzt hingebracht? I'm gonna fly ahead. You've been a big help, but... Ah, lass mich einfach alleine. Family? Yeah. Dad's king of the gods. What? Will das wurde nie erzählt in den anderen Teilen? Lol. But doesn't that mean Herc is a god too? Oh, I think it does.
Ja, normal, denkt ihr, das ist ein Mann Sterblicher oder was? No, Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. The heroes never quit. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on! Wir immer noch zu der Zeusstatue. Weiß nicht genau, wo wir jetzt hier hinkommen. Schauen. Abgrund. Ja, geil, der erste Titan. Ja, gehen wir da jetzt hoch oder gehen wir mal kurz zur Zeusstatue? Ich würde sagen, wir gehen kurz zur Zeusstatue. Ah, okay, das war's dann. Wir gehen mal kurz zur Zeusstatue. Alles gut. Okay, here we go again. Oh oh. Was machen wir jetzt Sachen? Boah, der Controller vibriert, ne? Anders krass gerade. Kann ich eigentlich hier so längs schlittern? Nein, kann ich nicht. Was mache ich hier? Muss ich doch nur hochlaufen. Da. Ganz normaler Spaziergang am heute Dienstag Abend. Gerade, dass man die Moves nicht selber ausführen muss, sondern dass es so ein Einspieler ist. Das wohl mit den ganzen Statuen hier auf sich hat, dass man die nicht sammeln muss oder so. Nein, ich muss hier doch rüber. Nein. Oh, schon wieder springen und alles andere verwechselt, ey. Ist auch gut dunkel geworden hier auf einmal. Ich glaube, wir kommen gleich mal zu einem richtigen Fight wahrscheinlich. Oh, das sind viele Viecher. Oh, Plasma Naut, was ist das denn? Oh. Auch nicht schlecht. Abfahrt, da sehe ich mich aber auch. Juhu. Place Invaders. Und ein gutes Finale jetzt abgeben. Bam, 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 bam. War nicht so krass das Finale, muss man sagen. Düsenschuss, was ist denn ein Düsenschuss? Weiß ich nicht. Irgendwie nicht so der gute Angriff gewesen. Sind auch irgendwie mehr geworden. Heute. Oh, Raketentanz. Haben wir alle? Wir haben alle, ne? Ah, nice. Ja, ich habe das Gefühl, wir waren hier schon. Ich glaube, wir gehen gerade falsch rum. Oder? Und da kommen wir doch. Oh Mann, ey. Ich brauche echt eine Orientierung, manchmal wie ein Fels. Wie weit hoch müssen wir noch? Oh, da kommt er doch schon.
Wäre bestimmt nicht leicht gegen den. Kleinen Speicherer wäre eigentlich ganz cool vor. Aber das ganz ehrlich, wir haben auf einfach gestellt. Warum sollten wir den nicht besiegen, ne? Oh, da kommt Felso. Ah! Oh, jetzt ballert er aber ganz schön gut Felsstückchen runter. Aber wir weichen gut aus. Wow, das war knapp. Links, yep, jetzt da. Und gleich haben wir ihn. Oh, so ein dickes Ding. Zum Schluss nochmal. Und das, den einen Fuß weg machen hier. Bam, 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 bam. Was ist aktiv? Was ist gut gegen Feuer? Weg gegen. Ah, weg, 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 weg. Okay, wahrscheinlich darf das nur nicht auf uns trampeln hier. Wenn er hochgeht, dass wir dann auf den anderen switchen müssen. In der zweiten Form machen wir doch auch ein bisschen mehr Schaden, ne? Ich meine schon. Deswegen dürfen wir diesen Betäubungsschlag vielleicht einfach mal nicht so oft machen. Schallschock, was ist Schallschock? Donald Metro, was ist das denn? Oh, nice, sieht sehr geil aus, muss man schon sagen. Haben sie gut gemacht. Oh, fällt er jetzt runter? Wäre anders krass. Fahrrad drehen. Wo müssen wir denn jetzt hier längs? Ah, mit 4 kommen wir ja mal weiter hoch dann. Und auf den Kopf drauf. Was konnte man nochmal machen, wenn er zu grün war? Ich hab's vergessen. Wurde mir doch erklärt. Was ist das jetzt? Oh. Nein, warum habe ich jetzt direkt auf Finale geklickt? Wie scheiße ist das denn? Boah, wir müssen wieder auf die Füße. Nein! Erstmal weg hier. Oh, irgendein Fuß hier, aber nicht den, okay. Können wir hier noch weiter raufhauen? Und jetzt können wir richtig rauf. Zack, 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 zack. Warum hat er doch noch getroffen? Er hat den Fuß doch besiegt. Okay, jetzt fällt er wieder runter. Easy Bossfight, glaube ich. Wieder den und den, diesmal jetzt den aber auch ein bisschen. Was ist denn? Schall? Jawohl, wir haben doch gut fertig gemacht. Der Zug war ja anders wild. Den ersten Titan haben wir. Jetzt Luft wahrscheinlich. Aber vorher müssen wir kurz eine Toilettenpause machen. Kommen sofort wieder. Immer heiter weiter. Ah, rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, links. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Auf jeden Fall gut die Mauer zerstört hier. Was kommt als nächstes? Lava oder Luft? Titan. Wasser-Titan? Gibt es da nicht Wasser-Titan? Ich glaube nicht, ne? Da gab nur 3 Titan.
Oh, was ist hier? Licht ist dahinter. Hä? Woher kommt denn jetzt auf einmal das Wort? Digga, hier ist der Himmel. Safe ist hier der Himmel. Was passiert jetzt? Hä? Geht gar nicht weiter oder was? Achso, ich muss noch einmal X drücken, okay. Sieht schon gut aus. Oha, die sehen gut stärker aus. Mal gucken. Lass uns aber nicht voll abschrecken. Äußerlich hier kann nichts. Sieht man bei uns. Äußerlich würde man sagen, die drei kann nichts, aber. Boah! Was sind das für Viecher? Mann, die da besiegen. Leute, was ist going on hier? Hier kommt her. Rio Wächter. Jawoll, der war gut. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Wir dürfen sie nur nicht wieder, genau den so aufbauen lassen. Da sind sie relativ stark. Okay, wir haben sie wohl. Mit dem Trio-Wächter ging es eigentlich ganz gut. Was sagen? Multifunktionskommandos lassen sich mehrere Gegner auf einmal oder mehrmals denselben Gegner ins Visier nehmen und eine ganze Salve von Geschossen auf sie abfeuern. Halte R1 gedrückt und bewege L oder R, um den Gegner deiner Wahl ins Visier zu nehmen. Und drücke dann X, um die Multifunktionsattacke zu entfesseln. Unterschiedliche Multifunktionskommandos. Jeder Schlüsselschwert hat seine eigenen Multifokuskommandos. Bei manchen werden Geschosse abgefeuert, andere wiederum sind in der Lage, Sora zu heilen, wenn du die maximale Anzahl von Zielen anvisiert hast. Wird in manchen Fällen eine besondere Mächt-Attacke ausgelöst. Multifunktionskommandos verbrauchen die Energie der Fokusleiste, um die Leiste wieder aufzufüllen, musst du Speicherpunkte besuchen, Fokuskugeln aufsammeln oder Items benutzen. Okay. Reich der Götter. Herkules muss auf dem Gipfel sein. Von wo kamen wir? Lol. Kann man jetzt schon wieder den Überblick hier verloren haben. Ey, schön mächtiger Angriff. Aber können wir uns da nicht rumdrehen? Verstehe ich nicht. Fokus da, komm, wir müssen Fokus legen. Nützt nix. Wir kamen jetzt. Ne, ich denke mal, es von da kam. Ja, von da kam wir safe. Jetzt habe ich es wieder. Ich habe den Überblick wieder. Ocean. Ich kann mich zum Beispiel jetzt an die Szene hier gar nicht mehr erinnern, dass wir hier mal waren oder dass ich hier mal war. Oder? Ah, jetzt kommt es wieder doch gerade ein bisschen bekannt. Aber was ist das hier in der Mitte? Den feiere ich nicht. Was ist das? Was macht der? Was will der von mir? Lass mal Naut. Direkt losmachen. Fokusbrille aufsetzen und ballern.
Kosmonaut ist auch einfach nicht so stark, ne? Aber ich glaube, wir können hier drin keinen Schaden bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Doch, wir können Schaden bekommen. Was ist das jetzt hier für ein Ding? Den haben wir gut fertig gemacht. Regenerieren wir eigentlich von selber Leben? Oh Mann, ey, ich bin schon wieder in die falsche Richtung gegangen. Aber wir haben dafür das hier nochmal entdeckt. Und ich wollte dich ja auch an sich so hin. Bin ja nicht extra falsch gelaufen. Unabsichtlich falsch gelaufen. Bin extra so gelaufen. Weil ich die vorhin noch entdeckt hatte. Korridor. Speichern. Bitte nicht ausschalten. Oh mein Gott. Was passiert hier unten? Oha. Super Slider. Aha. Ah, was war das jetzt? Können wir jetzt hier mitmachen? Und denn den machen. Wow, der ist ja geil. Richtig guter Angriff eigentlich. So, ihr habt hier keine Chance mehr. Ufi-Bomber. Ufi-Bomber ist bester Bomber. Vor allem, wenn der keinen Gegner trifft, dann ist das immer richtig sinnvoll, ihn anzuwenden. Den haben wir. Da müssen wir jetzt da. Ne, von da kamen wir, ne? Ja. Müssen wir hier längs. Die können wir doch bestimmt zerstören. Jawohl. Nice. Das ist hier hinten. Hier hinten ist doch safe noch irgendwo eine kleine Truhe. Oder wo kommen wir hier hin? Bisschen unübersichtlich hier, finde ich. Im Moment, gerade so. Bisschen aus wie Zuckerwatte, ne? Oh, wir können hier sogar hochgehen. Ich dachte, das wäre eine Mauer. Lol. Passiert hier? Gar nichts? Alles gut. Danke, dass ihr mich hier hochgeschickt habt. Ist schon nice dann, ne? Dann müssen wir wahrscheinlich da vorne links weg. Oh, nicht diese Viecher. Sagen, diese Ochsen finde ich tatsächlich irgendwie. Aber woher kann, also wie kann man den aufladen, dieses mit der Lupe? Jetzt konnte ich ja nur 8 irgendwie. Jetzt kann ich mehr zum Beispiel. Und dann mache ich mit X, mache ich dann den Angriff. Okay. Das kann ich immer machen? Reicht es jetzt wieder? Nö, jetzt heißt zum Beispiel nicht. Oh, weiß ich noch nicht. Ah, da unten steht doch Ladung. Die ist gerade zum Beispiel auf Rot. Braucht man bestimmt erstmal den Goofy-Bomber und damit lädt man das bestimmt wieder auf. Ja, hallo. Von da unten kommen wir. Wir müssen hier hoch. Die Vase müssen wir noch zerstören. Müssen wir nicht. Machen wir aber. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder ein bisschen. Während du mit der Multifunktionszielmarkierung etwas ins Visier nimmst, kannst du auf Viereck drücken, um dich augenblicklich
letztanwählte Stelle zu teleportieren. Dabei führst du einen sogenannten Windschritt aus. Ein Windschritt verbraucht die Energie der Fokusleiste nicht. Du kannst ihn also ganz nach Belieben einsetzen. Aha. Also wenn ich jetzt... dann kommt man hier einfach so hin. Kann man den zerstören oder was ist hier los? Vielleicht mit dem Schiff? Okay. Versuchen wir es gar nicht erst, es geht nicht. Später wahrscheinlich erst. Okay, wo kommen wir dann als nächstes jetzt hin? Wo ist der nächste? Toll, was ist das hier? Warum leuchtet das hier so lila? Okay. Versuchen es nochmal. Bisschen erfolgreicher vielleicht ist mal. Müssen wir uns immer weiter hoch teleportieren. Aber ich kann doch jetzt gar nicht den nächsten anvisieren. Was soll das denn? Ist doch... Ey, komm, das finde ich irgendwie nicht so gut gemacht. Also irgendwie war ich da auch nicht mit klarkommen jetzt gerade. hier hätte ich hingemusst, okay. Das ergibt natürlich schon mal mehr Sinn. Jetzt muss ich da hoch. Zum Falschen. Nein, ich kriege ihn nicht anvisiert. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Leute. Mann. Hätte ich nicht auf halbem Weg mal irgendwie abspringen können oder so? Nein. Warum doch ist das schön mit das Ding jetzt? Er nutzt die als Sprung. Okay. Hätten wir hier vielleicht auch einfach nur so machen müssen und einfach nichts weiter. Ja. Himmelsspitze. Kann ich ja speichern? Ja, Ehre. Aber wenn hier mal nicht jetzt ein Fight kommt. Wer war denn dahinter? Aha. Hier, ja. Geister. Hades. Hades, ja, der Unterwelt geht sich jetzt. Ist er ganz da am Arsch. Guck mal, doch Wind, Eis und Feuer. Sind doch 4 Stück insgesamt. Also ich würde den linken nehmen. Macht den die rechts beide oder was? Keine Ahnung, wie man gegen die kämpft jetzt. Einfach mal hoch da, würde ich sagen. Das war schon mal knapp.
Aber wahrscheinlich dürfen wir hier so hoch sliden. Ja. Jo. Aber da geht mehr. Nein, schön eingefroren bin ich. Alter, krieg ich grad Schaden. In der Luft kann man irgendwie auch nicht so geil angreifen, finde ich, ne? Wenn er irgendwas macht. Oh, was haben wir denn jetzt gemacht? Ey, wir können gerade nicht ausweichen. Ich schwöre. Boah, schnell weg hier. Oh, schnell weg hier. Hinter dem Ding verstecken. Oh, Helden werfen. You're gonna go. Okay, mach was. Und Finale. Nein. Boah, schön getroffen worden. Wenn wir uns dahinter verstecken, dann kann er uns doch eigentlich nichts haben, oder? Oh, mach ihn fertig, bevor er was macht. Schnell. Jawohl, den haben wir. Jetzt noch den Eistypi. Magiekarussell geht los. Was ist das? Drücke X, wenn der größer werdende Ring aus Licht mit dem äußeren Kreis überlappt, um Gegner in der Luft zu schleudern und ihnen massiven Schaden zuzufügen. Drücke weiter im richtigen Timing X, um das Karussell schneller anzutreiben und einen Kombo-Punkt-Bonus als Belohnung zu erhalten, okay? Okay, das versuchen wir. Gucken, ob wir das schaffen. Ah, hier, jetzt weiß ich welchen. Jawohl. Oh, wir haben das Finale vergessen. Machen wir das Finale gerade noch? Nee. Jetzt kommt Wind hier nochmal um die Ecke. Ich glaub's nicht. Oh, Eis. Auch nochmal direkt drauf. Schnell kurz hoch, bevor... Oh, jetzt ist Eis. Macht Eis wieder hier. Faxen, Alter. Und den gleich den Betäubungsschlag ansetzen. Jetzt. Okay, wir müssen hier weg. Oh, schön eingefroren. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Leben, wir müssen aufpassen. Was passiert? Haben wir es geschafft? Noch ein Titan. Den habe ich meine, der war richtig komisch irgendwie zu besiegen.